Liebe Freunde, unser Promi des Tages ist heute Cosimo, der Checker vom Neckar. Bushido und ich werden uns ganz spontan Fragen für ihn überlegen, da wir halt jetzt eine Rubrik haben, wo wir jedes Mal Celebrities aus Deutschland befragen. Und wie gesagt, Cosimo ist jetzt der Erste. Cool, dass du hier bist. Cool, dass du hier bist. Du bist der erste Gast in unserer neuen Sendung. Und das ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Und ja, fangen wir ganz spontan an. Bushido, hast du irgendeine Frage, die du jetzt fragen würdest? Ja, viele Leute kenne ich ja eher so aus dem Castingshow-Bereich, also dass du praktisch irgendwie halt so bei DSDS irgendwie aufgetaucht bist und so. Hast du ja auch schon oft mit Menderes auch gemeinsame Sache gemacht. Was muss man über dich wissen, wenn man praktisch mehr wissen möchte? Also weißt du, es gibt ja viele Leute zum Beispiel, man kennt jetzt Kay und mich kennt man so nur aus dem Rap-Bereich, dich kennt man aus einem bestimmten Bereich, aber was steckt dahinter? Also was gibt es noch, außer jetzt der Checker vom Neckar oder der Junge, der bei DSDS war oder der Lecker aus Stuttgart, was steckt dahinter? Also in mir steckt jetzt die Person, also originell sein, also einfach so, wie man ist, also nicht irgendwie verstellen oder irgendwie was vorspielen, um was zu erreichen. Das sind Leute. Also nicht nur um etwas jemandem zu zeigen, dass man was erreichen will, sondern man soll auf jeden Fall miteinander klarkommen, man soll menschlich sein, man soll mit den Menschen reden können, man soll die Nähe zeigen an den Fans oder an dem Publikum, das ist sehr wichtig. Auf jeden Fall, man soll immer neue Freunde dazu gewinnen, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Was macht dich denn aus? Also was mich ausmacht, ist halt... Na, was muss man über dich wissen, wenn man jetzt nicht nur auf die... Man sollte wissen, dass ich nicht nur ein Mensch bin, der nur im Business seinen Erfolg erreichen will, sondern auch Mensch sein will, ausdrücken will und die Menschen auch verbinden will. Also bei mir ist halt die Verbindung das, was dem Menschen so dieses Erfolg zu mir bringt. Selber als Musiker oder Entertainer? Also ich verbinde natürlich das Entertainment auch mit der Musik, weil ich habe ein eigenes Talent entwickelt. Ich habe ein eigenes Talent entwickelt, der sich sehr gut voranbewegt. Die Leute, die werden immer neugieriger auf mich. Die sehen nicht nur Cosimo von DSDS, sondern die sehen auch Cosimo, der auch was macht, der nicht aufgibt. Ich habe sehr viele Niederlagen erlebt. Ich habe viele Probleme mit der Familie momentan. Ich habe das früher nie gedacht, dass es irgendwann mal so kommen wird. Ich habe immer den anderen immer gesagt, ey, wie kann es sein, meine Eltern sind geschieden. Jetzt trifft es gerade mich und deswegen habe ich gemerkt immer, dass im Leben, wenn man einen Tiefpunkt hat, dann versteht man auch viele andere Sachen, die man davor nicht verstanden hat. Also man erlernt jeden Tag was Neues auf sich zu. Also man ist nicht, wie sagt man es? Du lernst jeden Tag was Neues dazu und das ist das, was ich mich bemühe. Ich bin nicht ein Typ, der sagt nur, ich mach was und ich scheiß drauf, sondern ich mach weiter. Ich erlerne trotzdem von jedem Menschen was, also von klein. Kämpfer sein. Genau, ich kämpfe weiter, ich lerne von dir, von ihm, vom Kameramann, also von jedem kann ich was dazu lernen im Leben. Natürlich gibt es Dinge, die man nicht erlernen möchte. Okay. Das ist auch meine Art, so zu leben, wie ich will. Okay, gehen wir mal zurück zum Entertainment-Ding. Okay. Du bist ja, ein Entertainer, wenn man dich in der Disco sieht. Du bist ja auch sehr, ich sag mal, bekannt für deine Spontanität. Weißt du, das macht dich ja aus. Genau. Könntest du unseren Zuschauern da draußen jetzt spontan von dir was selbst Improvisiertes zeigen? Ich könnte auf jeden Fall was machen. Du weißt ja, mach einfach mal im Privatleben. Damit ihr mal seht, wie spontan Cosimo in Wirklichkeit ist. Mach einfach ganz spontan eine Performance, singen. Okay, ich fange jetzt an. Mein Künstlername ist... Weißt du, was wir machen? Wir machen einmal singen, einmal rappen. Okay. Und einmal rhythmisch einfach bewegen. Okay, wir fangen mit dem Rap an. Okay. Ist zwar nicht so meine Stärke, aber wir können. Aber du bist spontan. Kannst du Beatboxen ein bisschen? Ich kann gar nicht. Wo kannst du Beatboxen? Nee. Irgendwie so Geräusche, egal was. Ah, yeah. Come on, yeah. Here, Cosimo K1. Live on Miami Beach. Yeah. Ich bin der Checker, ich komm vom Neckar. Stuttgarter Rapper, denn von mir gibt's kein Mecker. Meine Beat gehen ins Ohr, denn von mir kommt der Floor. Wenn die Ladies moven, so wie sie crewen, dann feucht meine Reime, wenn ihr wisst, was ich meine. Ohne DSDS werde ich es versuchen.
diese abgefuckten Neunuchen meine Reime einzufluchen. Yeah! Ah. Also 2 in 1 natürlich. Tanzen und gleichzeitig ziehen. Okay, Leute. Okay, so, Hammer. Okay. Könntest du jetzt was singen? Spontan ist auf jeden Fall. Der ist spontan auf jeden Fall. Wie soll sich das anhören? So spontan. Was ist dein Lieblingssänger? So, was du gerne hörst. So. Kannst du was von Shai oder so? Momentan mein Lieblingssänger seid ihr beide, aber. Dankeschön. Aber. Ich meine, was gesungen ist, was gesungen ist. Das Problem ist halt das, ich kann mir manche Sachen nicht so merken, so Texte und so Sachen. Irgendwas, was du kennst. Es kann sein, ich hole mir dein Lied 100 Mal an, aber ich kann mir das dann nicht so merken, weißt du, was jetzt als Text kommt oder nicht. Das war bei mir schon immer als Kind schon so. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber. Kannst du keinen Gesangspart oder irgendwas? Guck mal, was ich jetzt. Irgendwas. Das ist nicht so meine Stärke, aber ich habe zum Beispiel mal was von Backstreet Boys gesungen. Oh, Hammer, nochmal, sag mal. Das Lied heißt You Are My Fire. Okay. You Want Desire. Okay. Kann ich auch stehen. Okay. Das habe ich damals erlernt, weil ich die Jungs damals mit meiner Schwester treffen wollte. Meine Schwester war riesen Fan von den Backstreet Boys. Und als wir dann dort waren, die ist nur macht geflogen, dann musste ich sie vom Konzert rausbringen. Und ich habe viel mitgemacht mit meiner Schwester und für sie habe ich das dann erlernt. Weil sie wollte unbedingt, dass ich die Jungs treffe, dass wir dorthin gehen, dass ich denen mal was vorsingen. Imelde. Imelde, jetzt nur für dich. Und mein Bruder Graziano. Viele Grüße von Bushido und K1. Hier, dein Bruder Cosimo wird jetzt für dich singen. You are my fire, the one desire, believe when I say, when I want it that way. Tell me why if nothing not a star day. Tell me why this is my newest two song. Tell me why I just is never to today. Better I want it that way. Okay, ich hab Text jetzt nicht mehr drauf, aber ich hab's irgendwie improvisiert. Was live von euch, der Checker vom Neckar. Bushido, hast du noch irgendeine Frage? Ja. So, was Persönliches? Er ist ja der Checker vom Neckar. Ja. So was ihn ausmacht, ist ja dieses Frauenklammern. Genau, erzähl doch mal deine Masche, wie du jetzt zum Beispiel in einer Nacht eine Frau rumbekommst. Das hängt immer vom Moment ab. Das muss immer der richtige Zeitpunkt auch da sein. Also Frauen einfach in einer Nacht klar zu machen, ist sehr schwierig. Man muss auch vom Typ her auch sehr anspruchsvoll sein, nicht nur vom Aussehen oder vom Reden, du musst auch dieses gewisse Etwas haben in dem Moment. Du musst halt sehen, wie es der Frau in dem Moment geht. Wenn du siehst, sie ist wahrscheinlich scheiß drauf, weil sie mit dem Ex gestritten hat und geht im Club, nur weil sie sich abreagieren will, dann gehst du anders ran. Du gehst nicht gleich so diese Machohaft ran, sondern du gehst hin, zum Beispiel mit einem netten Lächeln, wenn du siehst, je nachdem wie sie drauf ist, die Gesichtsmimik ist auch das A und O an eine Frau klar zu machen. Das ist jetzt nicht nur eine Masche, die ich mache, sondern natürlich, man, auch wenn man einen One-Night-Stand miteinander hat, das heißt jetzt nicht gleich, du kickst die weg oder du behandelst die wie Kacke. Du musst die Frau erst recht gern haben, versuchen irgendwie diese Zärtlichkeit zu geben, das was ihr Freund dir nicht gibt. Und wenn du das schaffst als Mann, dann hast du schon das A und O erreicht. Und wenn du jetzt mit einer Frau einen One-Night-Stand hast, hast du dann weniger Respekt vor ihr? Oder? Nein, das stimmt nicht. Also ich habe immer Respekt zu den Frauen, auch wenn die meisten Frauen von mir mehr erwarten. Das ist normal, weil du gibst dir das Gefühl, was sie sonst wahrscheinlich schon längere Zeit nicht mehr gehabt haben und dabei entwickeln sie auch dieses Vertrauensgefühl. Und dann, du als Mann hast du halt immer ein Problem, weil die Frau sagt immer, ich will mehr, ja. Aber wenn du schon sowieso denkst, ey, in einem Abend kriegst du die Frau sowieso, dann wird sie wahrscheinlich mit einem anderen Typen genauso in ein Bett einsteigen, so schnell, ja. Warum soll ich mir dann noch Kopf machen und ihr noch das Gefühl geben, dass sie mich für längere Zeit haben kann? Also ich bin auch ein Mann, ich bin wie unterwegs wie ein Zigeuner, also ich bin nicht der Typ, der jetzt nur an etwas hängt. Wenn ich sehe, da kann man was machen, dann macht man was draus. Und können wir das mal ganz kurz probieren nachzustellen? Also stell dir mal vor, ich bin jetzt die Frau.
Okay. Okay. Du machst die weibliche Stimme und ich die männliche. Nee, ich weibliche Stimme, aber ich bin jetzt die Frau, du lässt mich jetzt kennen. Wie würdest du jetzt daran gehen? So mich jetzt klar zu machen. Lass es einfach nachspielen so. Also wenn ich. Okay, ich kenne dich jetzt zum Beispiel nicht. Ich bin jetzt hier im Club an der Bar und du kommst jetzt so rein. Ich hatte Cosimo aus Stuttgart und du willst mich jetzt klar machen. Lass es mal nachstellen. Je nachdem wie du da sitzt. Jetzt, spielen wir die Szene mal. Ja, neutral, aber. Neutral. Das kann ich nicht spielen. Das ist, nee, das ist einfach. Ich sag, ja, okay. Ich will nur sehen, wie jetzt dein Eimerschuss ist. Das kann man nicht jetzt spielen, das geht nicht. Entweder man ist es oder nicht. Nee, aber ich weiß aber so von der Art her, wie du jetzt eine Frau überzeugst. Ich fange an. Hi, hier. Guten dir. Du bist so sympathisch. Wie kommt denn das? Du kennst mich doch gar nicht. Wie kannst du denn das sagen? Ich sehe es an deinen Augen. Du lachst, du grinst mich an. Irgendwie, du drückst was aus, was mich voll so ich anmacht. Glaub, du willst mich nur für eine Nacht. Wer weiß, vielleicht wird es auch eine zweite Nacht geben. Ja, das wäre mir zu kurz. Ich will dich, wenn, dann ganz kennenlernen und ich gehe nicht sofort mit dir nach Hause. Du willst zu viel für das, dass wir uns noch nicht kennen. Was denkst du, wenn wir uns vielleicht länger kennen würden? Vielleicht bist du bereit, hättest du mehr... Wie bitte? Bist du bereit zu lieben? Das kann ich noch nicht entwickeln. Das Liebe, das entwickelt sich mit der Zeit. Okay. Wir können uns vielleicht gerne haben, dass wir uns, wenn wir uns wiedersehen, dass du nicht sagst, voller Idiot. Dann sag mal, wie würdest du dich mit 3 Wörtern beschreiben? So, Cosimo ist halt Cosimo. Oh, ja. Cosimo ist halt, das sind auch 4, Alter. Okay. Cosimo ist Cosimo. Und soll ich jetzt mit zu dir nach Hause gehen? Kannst du überlegen, also ich tue dich nicht nur ficken, sondern du kannst mit mir was essen. Ich kann dich massieren. Vielleicht vielleicht wirst du deinen schönsten Abend deines Lebens erleben, das weißt du ja nicht. Kannst du gut massieren? Ja, natürlich. Zieh dich schon mal aus, dann zeige ich dir. Okay. Ja. Dr. Bushido, haben Sie noch eine Frage? Ich heiße Doktortitel. Ja, Doktor der Urologie. Wie stellst du dir das jetzt in Zukunft vor, also so deine Karriere oder deine Laufbahn als Entertainer in der Zukunft? Also wie müssen wir uns irgendwie darauf vorbereiten, dass du irgendwann mal das Handtuch wirfst und sagst, hier, pass auf Leute, irgendwie so, ich ziehe mich da zurück, oder dass du halt irgendwie Familie gründest oder dass du, keine Ahnung, Friseurladen aufmachst oder irgendwie sowas. So, was ist jetzt so für dich persönlich jetzt so die nächsten Ziele in der naheliegenden Zukunft, in den nächsten Wochen, Monaten? Ja, natürlich ist das auch eine schwere Frage, aber ich kann es dir auch antworten. Das heißt halt das, also wenn ich das jetzt so gut könnte wie du, jetzt so gute Texte schreiben, spontan sein und flexibel, so wie er das macht, morgen zum Beispiel Beat basteln und dann abends einsingen, dann wäre das für mich viel einfacher. Also dann ich würde wahrscheinlich gar nicht mehr dieses ganze Friseur weitermachen, weil das fickt meinen Kopf für das, dass ich 500 Euro im Monat verdiene und wohne noch immer bei meiner Mutter und weiß nicht, wie ich meiner Mutter sagen soll, warum ich mein Leben lang Fehler gemacht habe. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass auch einerseits Schuld auch von uns ist, dass unsere Eltern sich trennen, weil wir immer an unseren Eltern abhängig waren und nie das Gefühl gezeigt haben, dass sie selbstbewusst werden, sondern... Man, ganz Deutschland hat das dann. Ist mir egal. Ich sag das, weil es so ist. Okay. Und warum soll ich jetzt was vorspielen und etwas sagen, was nicht so ist? Und ich würde gern Zukunft in der Musikbranche haben. Und ich wirklich, das, was ihr gemacht habt für mich, das war mein erstes, schönste Gefühl meines Lebens, wo ich in der Musikbranche wirklich hatte, wo ich ein sicheres Gefühl hatte bei dem Aufnahmen und nicht irgendwie mal gedacht habe, der Typ, der hat mir schon den Moment den Kopf kaputt gemacht, wo ich in einem anderen Studio in Stuttgart war. Und mich kompliziert gebumst hat mit seiner Art und Weise, dann habe ich halt gedacht, ey, wieso soll ich nicht mal im richtigen Studio was aufnehmen, wo einer schon weiß, was auf ihn zukommt und was er draus macht und was nicht. Und wo ich jetzt bei euch im Studio war, das war wirklich, der wusste ganz genau, wo jetzt das Defekt bei mir jetzt war, bei der Musik. Und deswegen kam das dann halt original rüber und deswegen ist auch dieses Party-Song rausgekommen. Ganz kurz nur für die Leute. Ihr fragt euch hundertprozentig, was haben Bushido und K1 mit Cosimo und Checker vom Neckar zu tun? Aber ich erkläre es euch ganz einfach. Bushido und ich sind kranke Internet-Googler. Wir suchen alle möglichen Sachen. Und so haben wir auch Cosimo und Menderes gefunden. Und
kam dann von uns aus, dass wir dann Kontakt mit ihm aufgenommen haben. So, weil wir ihn einfach cool und lustig fanden. Und dann haben wir halt gesagt, okay, weil wir wussten, dass er halt gerne was aufnehmen will, haben wir ihm halt gesagt, okay, komm nach Berlin. Und hier kriegst du mal die Chance, was aufzunehmen. Aber so wie er gerade gekleidet ist, sieht er aus, als wäre jetzt der Newcomer von Erst guter Junge. Zeig mal den Leuten bitte ganz kurz. Aber ganz schön schlau gemacht, ne? Ja. Also nee, mir gefällt das T-Shirt. Ich hätte mir auch ein anderes kaufen können. Das Geile ist ja, er hat sich heute das T-Shirt im Bushido-Shop gekauft, ja. Am Alexa. Mit meinen letzten 70 Euro, wo ich noch habe. Nein, ich habe noch 70, muss noch zurückfahren. Was macht er mit dem schönen T-Shirt? Er schneidet sich einfach die Ärmel ab im Laden noch. Ja. Warum? Was hast du das gemacht? Weil es zu mir besser passt. Meine Arme sieht man mehr, mein Tattoo sieht man dann auch. Ich mag nicht so diese T-Shirt, weil es sieht immer so geklebt am Körper. Und ich mag so ein bisschen frei sein. Das ist das, was mich jetzt. Und das Logo ist auch geil. Ich finde das Logo hammergeil, arabische oder orientalische Schrift. Stand ich schon immer drauf, nur ich habe mich halt nie getraut, irgendwas in diesem Stil Tattoo zu machen oder so. Mhm. Weil sonst musst du, Leute denken immer, alles was du machst, muss Bedeutung haben. Es gibt Dinge, die gefallen mir einfach und ich mach's einfach. Wenn es mir so gefällt, dann freu ich mich so nicht. Weißt du, es ist halt Unikat halt. Wenn du jetzt irgendwo weggehst und sagen, Leute, cooles T-Shirt. Ja, vielleicht machst du dann mal einen Trend damit. Nein, es gibt Leute, die sagen, hey, das T-Shirt habe ich auch, aber dann sagst du, nee, so nicht. Verstehst du, das ist mein Stil und ist originell. Und das ist das, was mich jetzt, das T-Shirt ist das, was mich jetzt so ausmacht, weißt du? Dass es jetzt zu mir passt einfach. Wenn, zum Beispiel, das wird vielleicht zu mir auch nicht passen, weil es jetzt eine Farbe ist, die nicht zu mir passt. Oder außer das Ärmel jetzt ab, dann wird es vielleicht zu mir passen, weißt du? Ja, klar. Es gibt Dinge, das passt zu einem, es ist, wenn du ein paar Schuhe, entweder das passt zu dir oder das passt nicht. Ja. Nicht jeder kann das benutzen, zum Beispiel das, was ihr singt. Deswegen seid ihr originell, das, was ihr macht, ist das, was euch ausmacht, weißt du? Ja, ausmacht. Auslacht? Nein, ausmacht. Und deswegen seid ihr auch sehr erfolgreich. Wie gesagt, ihr seht, Cosimo ist in echt ein ganz lieber, korrekter Junge. Und deswegen feiern wir ihn. Cosimo hat mir viel Spaß. Wir waren gestern im Disco zusammen. Und er hat wirklich eine halbe Frau klein gemacht. Und nochmal was. Kannst du zeigen, mal kurz her. Ihr denkt, ich bin irgendwie Clown und was weiß ich was, ich hab keine Ahnung, wer ich bin. Und nochmal was, ich finde nicht Drohne oder irgendwas, ja. Ihr wisst schon, ja, wenn ihr den Jungs, ihr könnt von mir aus diesen, könnt ihr ihre Mütter beleidigen und alles sagen. Ey, nein, nein, warte, ganz kurz, ganz kurz. Aber Gott sieht alles, er sieht, was ihr über Jungs sagt oder nicht. Erfolgreich könnt ihr nur werden, wenn ihr euren eigenen Scheiß in die Hosentasche selber guckt und nicht auf den Jungs in der Hosentasche guckt. Weil die Jungs haben auch ihr Leben Probleme gehabt, die haben auch ihre Probleme gehabt. Und ihr müsst eure eigenen Probleme erst gucken, bevor ihr über andere Menschen reden könnt. Und so ist es immer bei mir gewesen. Leute haben immer über mich geredet, scheiß Idiot, Idiot, Penner, auch wo ich Gogo-Tänze gemacht habe, ich guck mal den und so. Hey, das ist doch scheißegal, Mann. Jeder soll frei sein, wie er will. Wenn der andere mag Eis, zum Beispiel Zitroneneis, dann soll er Eis, Zitroneneis lecken. Und wenn der andere Vanille, dann soll er Vanilleeis lecken, weißt? Nicht jeder soll immer das gleiche Scheiß machen. Deswegen, die Jungs machen eigenartige Musik. Die haben mit Hip-Hop angefangen. Eigene Musik. Ihr habt eine eigene Kreation. Ja? Ja. Ihr habt mit Hip-Hop angefangen. Wie ihr vorhin gesagt habt, ihr fühlt euch jetzt freier, weil ihr das macht, was ihr wollt. Weil die Leute das euch das Gefühl gegeben hat, dass ihr jetzt das singt, was ihr jetzt macht. Und deswegen, wieso sollen die Jungs nicht diese Mucke machen, die sie jetzt machen, weißt? Wir wollen jetzt nicht hier einen auf Schnutze machen oder so. Weil wenn ich gefährlich sein will, dann bin ich das auch. Dann kann ich auch von der Ecke kommen, mit Messer jemand abstechen. Aber es ist nicht mein Stil, verstehst du? Ich bin lieber, nein, ich unterhalte lieber die Leute. Ey, wenn mich einer ermordet, ihr verliert euch selbst. Weil das ist wie wenn ihr einen Schutzengel einfach wegflucht, verstehst du? Wenn ich nicht mehr da bin, dann gibt es wahrscheinlich 0,1% Lachen weniger in den Medien oder Spaß oder Fröhlichkeit, wo ihr entwickelt dabei. Verstehst du? Jeder entwickelt sein eigenes Gefühl, weißt du? Wenn ich dich lachen sehe, dann freut es mich natürlich mehr, wie wenn jetzt jemanden ich kenne und lachen sehe und der nur auslachen tut. Verstehst du? Deswegen ist es scheißegal, alles macht euer Ding. Ich gönn's jeden von euch, wo ihr mich gerade guckt. Jeder soll das machen, woran er Spaß hat. Tut nicht Arschkriechen oder irgendwas. Wenn ihr was machen wollt, macht das. Das kommt viel besser an, wie wenn ihr jemand den Arsch klebt und so. Hey, was meinst du, wie oft die mich in Salons rausgeschmissen haben?
Nur weil ich nie Arsch gekrochen habe. Alle anderen, ja, hier. Wo deswegen, ist der Salon? Friseursalon. Ja. Ich verstand Salon. Ich wurde Salon immer rausgeschmissen, weil ich immer gesagt habe, so, das passt nicht zu mir und fertig. Aber sonst, ich habe schon drauf. Bei mir kommt, Leute sind bei 100 Salons, wo ich gewechselt habe, sind immer noch zu mir gekommen. Weißt? Weil die wissen bei mir, wenn sie kommen, die fühlen sich frei, die können mit mir reden. Über also Probleme. Leute, wenn ihr mal Haare schneiden wollt, ja, und einen guten Friseur zum Reden braucht. Nicht nur Haare schneiden, wenn ihr mich buchen wollt als Künstler für eine 12-minütige Show, ich bin live dabei. Warum gerade 12 Minuten? Weil meine Show habe ich 12 Minuten konstruiert. Also mit der Musik, ich verwandle mich auch während der Show. Also ich ziehe Kleidungsstücke an, die danach während der Show kombiniert werden. Okay. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich werde mir das auch mal anschauen mit Bushido. Und ja, jetzt haben wir hier gerade noch eine schöne Zeit mit Cosimo. Aber einen Wunsch habe ich, dass ich mal als Vorgruppe bei euch mal auftreten kann. Einmal in meinem Leben, dass ich mal sieht, wie das rüberkommt, wenn nicht. Wenn die Leute mich ausbuhen, dann sollen die das machen. Nein, nein, die buhen dich nicht aus. Nee, ich sag nur. Unsere ganzen Fans sehen dich nicht. Ich sag nur, ich sag. Weißt du? Ich glaube, nach der DVD bist du super. Also, wenn Gott glaubt, der soll an uns auch glauben. Weil wir sind erst gute Jungs. Nein, wirklich. Das hat der Gott, der meint es nicht. Egal, so, wo du bist, der ist überall da. Auch wenn einer zum Beispiel was. Ein Wort sagt, wo die anderen sagen, das ist ein Fehler, das ist nicht ein Fehler. Also kannst du nicht sagen, wer an Gott glaubt, muss auch an uns glauben. Wir sind Menschen. Ja, warum sollen die nicht an uns glauben? Man kann nur an Gott glauben. Ja, aber wir sind auch ein Teil von Gott. Gott ist Kinder. Echt? Ja. Ja? Ja. Nein. Hallo? Hallo? Leute haben nichts zu tun, wenn wir anrufen und aufnehmen. Das gibt's nicht. Ja, okay. Das ist zum Beispiel auch scheiße, zum Beispiel, weißt du? Ich schlafe nachts und die rufen mich an und lassen nur klingen und. Sag es doch mal genau den Leuten, die dich anrufen. Was willst du denn sagen, wenn die dich jetzt sehen? Die bei dir telefonieren. Es geht ja nicht nur um das Anrufen, wir können schon anrufen. Aber weißt du, redet wenigstens, fragt normale Fragen. Oder nicht nachts, wo ich schon schlafe. Hey, am besten mache ich Handy aus. Dann kriege ich keine Funkstrahlen von dem Scheiß außen rum. Und ich muss mir nicht euren Geschwätz manchmal an. Okay, Leute. Hier ist der zweite Teil mit dem Checker vom Neckar, Cosimo, Bushido und K1. Cosimo. Hast du den Leuten noch irgendwas zu sagen? Ein paar abschließende Worte. Auf jeden Fall informiert euch immer besser von den Leuten. Weil, je nachdem, von mir, Künstler, ich sag's jetzt von mir. Jetzt von mir. Informiert euch besser, bevor ihr sagt, ey Cosimo, der hat nichts drauf. Okay, das ist vielleicht die Meinung, die ihr mal hattet, aber ihr könnt euch überzeugen, indem ihr meine Homepage anschaut. Oder ich zeige dir, was du jetzt für ein T-Shirt hast. Jetzt kann das keiner mehr sagen. Ja. Ganz gut, Junge. Das bedeutet Freiheit. Dein T-Shirt hast du gekauft. Willst du brauchen? Ich hab den gekauft, wieso nicht? Ich unterstütze die Künstler, ich bin kein Dieb. Verstehst du? Das ist gleich, ich lade mir dein Lied runter und du machst keinen Umsatz, verstehst du? Das ist Ermordung für die Kunst. Verstehst du? Ist das so? Du ermordest die Kunstgeschäft, also Musikbusiness. Deswegen, ey, downloaden ist, macht jeder Zweite. Guck mal, früher, ich schwöre, ich habe immer CDs gekauft, so Singles und so. Ich habe damals von DJ Bobo Single gekauft, als er noch gut war, 1994. Und so. Das ist Geschmackssache, weißt du? Und ich bin zum Laden gegangen, habe mir eine CD gekauft. Du hörst heute immer noch die gute Qualität. Mhm. Du lädst was runter, die Qualität ist scheiße, du machst den Künstler, du schädigst den Künstler. Ja, total. Egal, downloaden ist scheiße, Cosimo hat recht. Aber wir haben noch eine Sektion, die haben wir vergessen. Und zwar darf der Promi einem anderen Promi seiner Wahl eine Frage stellen. Nochmal, sorry, das letzte habe ich nicht verstanden. Du darfst jetzt irgendeinem Promi eine Frage stellen. Promi. Darf ich mir selber einen aussuchen? Ah ja, aus Deutschland. Nenn mir mal einen, dann kann ich dir sagen, ob es klappen würde oder nicht. Eine Frage oder eine... Eine Frage, was du schon immer von ihm wissen wolltest. Okay, die Frage geht an Menderes. Ich habe dich mal gefragt, ob wir mal vielleicht einen Track zusammen aufnehmen sollen. Und dann hast du gemeint, vom Typus her würden wir nicht zusammenpassen. Aber ich habe halt eher gedacht, wenn wir zusammen vielleicht ein Lied machen würden, dass es vielleicht
Ich bin mir sogar sicher, dass wir sogar mehr erreichen könnten. Ich will mich jetzt nicht mit irgendeinem DSDS-Kandidat vergleichen, aber wir könnten viel mehr erreichen und viel mehr den Leuten anbieten, so als Künstler. Weil wir zwei haben so eine Ähnlichkeit, so von, jetzt nicht jetzt von der Stimme her oder von der Bewegung her, aber wir haben so dieses Unterhaltsame, was den Leuten beeindruckt, so. Ja? Auch wenn sie jetzt manchmal sagen, ey, du hast eine billige Stimme und so, egal. Du hast immer Auftritte, ich sehe, was du machst, ich höre von dir auch, was du immer sagst und tust. Und ich bin auch deine Vertrauensperson, die du wirklich vieles sagst. Das, was wir miteinander reden, bleibt auch immer unter uns. Das wissen auch die Jungs nicht, die neben mir sitzen. Deswegen, ich mag dich, mach weiter so. Ich kann dich weiterfilmen, falls du mal wirklich mal was Gescheites aufnehmen willst. Du hast damals viel Geld investiert für das Video und den Song, okay, das war super. Wie viel hat er bezahlt? Das ist besser, wenn du ihn fragst. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, weißt du? Das ist so eine Sache. Ja. Wenn viel oder nicht viel? Geht nicht viel, aber jetzt für seine Lage hat er schon viel bezahlt. Ja. Okay. Also 4-5 wahrscheinlich war es. Bisschen mehr, aber. 6-7. So ähnlich. 1000. Nee. 100. Schon, okay, 8 Mille. 1000. 8000. Boah, das ist schon viel. Ein Raten halt, weißt du? Ja. Muss er die noch abzahlen, oder was? Ich glaube, das ist schon bezahlt. Ja, das ist nicht cool. Aber gut, jetzt hast du ihm keine Frage gestellt. Oder war die Frage, nee, was du machen mit ihm? Okay, die Frage ist, du mal gerne ein Lied mit mir machen würdest. Okay, gut. Du kriegst jetzt noch eine Bonusfrage, weil Menderes kennst du ja privat. Mhm. So, jetzt stell mir bitte eine Frage an irgendeinen Promi, den du nicht privat kennst. Okay, den Dieter Bohlen kenne ich nicht privat, auch wenn er mich oft gesehen hat und, genau, und vor der Kamera immer seine Schauspielereien immer noch nachhinein reingeschnitten wird. Ich finde es, also DSDS, ganz ehrlich, die Sendung ist nicht schlecht, es ist unterhaltsam, es gibt Einschaltquoten und man kann sehr viel Geld damit machen. Aber es ist nicht das Wahre, was die Menschen wirklich, die eigentlich ist DSDS so wie so ein Talk. Du gehst zur Talkshow und du spielst denen was vor, was die von dir erwarten. Und das finde ich billig. Und damit habe ich abgeschlossen mit DSDS. Weil DSDS ist für mich jetzt nicht mehr so. Du sollst eine Frage stellen. Eine Frage. Kannst du doch reden. Also Dieter Bohlen. Du machst, du hast Erfolg und hast sehr viel Geld damit verdient, durch andere Menschen auch zu mehr oder weniger zu erniedrigen. Oder du hast auch viele erschädigt, damit du viel Geld hast. Sag mir ehrlich, findest du das gut oder kannst du dich nicht selber ausdrücken damit? Weil ich denke, dass du, ich duze dich jetzt, weil wir uns schon so oft gesehen haben, eigentlich müssten wir uns schon längst duzen. Weil du hast mich ausgenutzt sozusagen, nicht wie bei einer Frau, sondern ausgenutzt in der Hinsicht, dass du durch mich deinen Namen noch mal ein bisschen aufgepusht hast und ein paar Millionen mehr verdient hast. Und mich hast du praktisch nicht glaubwürdig hingestellt. Ja, er ist auch daran schuld. Ja. Verstehst du? Mitgefahren, mitgegangen, weißt du? Ich natürlich, ja ist so. Ich als Künstler natürlich habe mir mehr erhofft. Ja. Auch wenn ich jetzt harmonisch rübergekommen bin oder ihr darüber gelacht habt. Okay, super. Das ist war auch meine Art. Das ist auch meine Art so. Ich will auch, dass die Leute lachen. Ja so, wir lachen ja nicht über dich, sondern wir lachen mit dir. Genau. So, wenn ich was Lustiges, Blödes erzähle, so ein Lachbushido auch mit mir, weißt du wie, aber nicht über mich. Genau. Das ist ja immer der Unterschied. Ob mir jetzt böswillig über jemand lacht oder besser. Oder ob man das jetzt, ob man miteinander lacht. Okay, ihr seid harmonisch. Ihr habt doch schon vorher wahrscheinlich schon ein gewisses Bild von mir gehabt. Deswegen habt ihr dann gedacht, mit ihm kann man auch Spaß machen. Ja, klar, haben wir gedacht, mit dem kann man Spaß machen. Ich meine, ich bin 28. Aber würdest du dich nicht mögen, dann würdest du jetzt nicht bei Bushido zu Hause sitzen, weil privat ist immer noch privat. Ja, natürlich. Und wenn wir jetzt nur Spaß haben wollen würden, hätten wir uns irgendwie ein Hotelzimmer gebucht, hätten nicht eingesetzt und privat eine Kamera irgendwie gestellt. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich bei euch sein darf. Wenn ihr bei mir zu Hause. Wenn ihr bei mir zu Hause seid und ich euch einen Tee anbieten kann oder irgendwas, dann würde ich das auch sehr einschätzen, wenn ihr dankbar bei mir wärt, weil das, was ich geben kann, gebe ich. Das, was ich von euch bekomme, bekomme ich.
Cosimo ist ein cooler Typ. Deswegen sind wir auch Freunde, weißt du? Ja. Sowieso. Und wir sind auch vom Alter eigentlich fast. Wie alt bist du? 28. Ja. Bin 81 Baujahr und. Bushido ist halt wert, 28 auch geworden, oder? Du bist 79 geworden, ne? Mhm. Mein Cousin Giovanni, also mit denen bin ich aufgewachsen. Als erstes Mal Disco war, war ich 14. Und die waren schon 16, 17. Also in deinem Alter sind die. Wann hast du das erste Mal Sex? Das erste Mal? Mit meiner Hand? Nee, wie mit einer Frau jetzt? Mit einer Frau. Wenn ich das jetzt sagen würde, das ist voll übel. Warum? Sieben. Sie war Tuneserin? Nee. Ich schwöre. Ich glaube nicht. Ich weiß. Aber. Okay, du musst jetzt nicht ganz ehrlich ins Detail gehen, aber erzähl mal so ungefähr, wie es war. So, dass man auf jeden Fall. Also, noch, ich bin nach 3 Sekunden gekommen, bei dreimal reinstecken. Ja. So geht's ja nicht, jeden Tag. Und das war für mich sehr enttäuschend. Ich habe danach geweint. Ehrlich jetzt? Ja, ja, weil ich ein Gefühl entwickelt habe. Das habe ich ja vorhin gemeint. Kann bei jedem Sex Gefühle entwickeln und sich in jemand verlieben, aber bei mir war es das erste Mal reingesteckt und dann bist du nach 3 Sekunden gekommen. Noch dreimal rein und raus gekommen. Dann hast du geweint? Danach, nachdem sie nichts von mir wollte, habe ich dann geweint. Okay. Aber die hatten dir geschlafen? Ich war 15, ja. Die hatten dir geschlafen, aber hat nichts von dir empfunden. Ja, ist doch normal, weil ich nach dreimal Stoßen gekommen bin. Wahrscheinlich war es für sie nur ein One-Night-Stand. Hm. Deswegen, ja, One Night, also, ich sag wie es ist. Es ist halt so, ich habe nach vielen Jahren meine Erfahrung mit Sex, ist halt so, dass ich habe gemerkt, dass wenn man während der Befriedigung es jemanden nicht richtig besorgen kann, dass auch das Anfang des Schrittes auch jemand zur Enttäuschung kommen kann. Also heißt es, wenn du jemanden erobern willst, dann ist auch wichtig, dass du ihr auch dieses gewisse Kick gibst. Wenn du schlecht im Bett bist, dann kann sein, dass die Frau dann sagt, mit denen kann ich nichts anfangen. Bist du gut im Bett? Momentan ja. Früher, als ich noch nicht viel Sex hatte, war ich nicht so gut. Weil ich und jetzt, so von der Zeit her, was würdest du sagen? Ich habe mich daran gewöhnt. Das ist wie wenn du jeden Tag Spaghetti isst mit gleicher Soße. Irgendwann mal nervt es. Das Geschmack, das stört. Geschmackssinn ist das einfach. Aber du bist schon Italien-Stallion. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Hast du ein paar Tipps für unsere Zuschauer? Was soll ich sagen? Was ich kann euch Tipps geben, ist gesund, ist immer. Was heißt gesund, heißt nicht immer Luxus essen. Gesund heißt Obst, Gemüse, gesunde Ernährung, nicht nur Alkohol. Wenn ihr viel Alkohol trinkt, aus Ausgleich auch viel Wasser trinken, damit das Körper ein bisschen dieses Gift rausholt wieder. Gift rauszieht. Ja, natürlich. Ja. Alkohol ist auch ein bisschen Gift. Mhm. Aber was Alkohol auch den Körper so gut macht, ist wie bei Aspirin, die Durchblutung ist halt besser dann. Das ist auch der Sinn des Alkohols, warum wir danach immer viel schneller oder viel besser reagieren können in manchen Sachen, oder je nachdem, ne? Wenn jetzt Amokläufer bist beim Saufen und ich gehe im Club, jeder zweite darf dir auf Fuß und nicht mal Entschuldigung oder so, aber ich scheiß drauf, weißt du? Ich erwarte das vom Besoffenen nicht, weil ich weiß, wie das sein kann, wenn man zu viel trinkt, aber ich tapp den Leuten trotzdem nicht auf die Füße, auch wenn es vielleicht nach 100 Mal Saufen auch einmal passieren kann. Das ist ja logisch. Und was ist, wenn Leute halt auch zu schnell zum Orgasmus kommen? Was soll man da machen? Na, dann versuchst du was anderes zu machen. Wie zum Beispiel? Jeder soll machen, so wie er denkt. Du kannst weiter spielen, du kannst lecken, du kannst. Ja, aber was machst du denn, wenn zum Beispiel das Mädchen dann dich oder beziehungsweise den Typen dann halt so richtig beleidigt, wenn sie sagt, ganz ehrlich, du bist von der Schlafschuld? Du, ich mache mir da keinen Kopf. Ich weiß, dass ich vielen anderen Frauen gut besorgt habe, deswegen muss ich mir da keinen Kopf machen, ob sie sagt, ob ich Schlafschwanz bin oder nicht. Hast du mir eine Frau zu dir gesagt, du Schlafschwanz? Ja, natürlich. Das passiert jeden Mal. Auch mir nicht. Nicht? Je nachdem, also ich habe einmal versagt, das war nur, weil ich mit vielen Gedanken im Kopf war. Hat sie dich ausgelacht? Nein, die hat es halt ihre Freundin erzählt und das macht man nicht, das hinterfotzt sich. Was hat sie gesagt? Das ist gut. Ja, der hat es mir nicht besorgt richtig. Was aber das war jetzt. Weißt du das? Die haben das dann nie gesagt. Weil es sich rumgesprochen hat. Mhm. Weißt du, wenn du mit einem Prominenten fixst, ist anders, wie wenn du mit einem stinknormalen Bauer aus dem Bauernhof fixst. Der fickt wahrscheinlich einmal im Leben. Und ich fick wahrscheinlich, weil ich in der Großstadt bin, öfters, weil ich halt dieses Feeling habe, dieses Stadtfeeling. Ist halt so. Stadtfeeling ist Stadtfeeling. Das ist TTV. Sein Name ist Bushido, ich bin K1. Das ist Cosimo, der Checker vom Neckar. Unser Besuch aus Stuttgart. Und wir freuen uns, dass er heute hier mit uns ist. Und wir hoffen, dass wir dich bald wiedersehen.
Noch deine letzten Worte noch an die Leute. Leute, mehr von mir zu sehen auf www.inkreuzberg.de ohne Minus. Die Domain habe ich mir vor 5 Jahren sichern lassen. Wirklich? Ich schwöre. Inkreuzberg.de. Was gibt's auf der Seite? Ja, aber egal, du sollst dich nur verabschieden. Ah, okay. Leute, ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Bleibt cool, so wie ihr seid. Und wir hören uns bald. Yeah. Meine Jungs hier aus New York, Bronx, Berlin. Er ist gute Jungs. Und ich bin auch ein guter Junge. Okay. Jetzt noch dieses Ding-Promo-Video für Ding für Konzert 8. Ja, mach schnell, mach schnell. Warte. Marco, komm her. Kameramann, komm. Wollte ich eine Amazon-Sendung? Das machen wir morgen. Ja. Mit Flair zusammen. Das Licht ist gut, weißt du? Ja, das kann man voll gut. Warte. Aber eigentlich mal essen mit kalt, Alter. Marco, komm her.